Ja, wir sind also des Öfteren schon gefragt worden, wie es zu dieser Veranstaltung kommen konnte, von diesem Ausmaß. Und muss ich ein bisschen zurückgreifen. Wir haben also schon mit der Buchhandlung einige kleine Veranstaltungen gemacht, haben immer mehr von den Räumlichkeiten des alten Krupp-Geländes genutzt, haben sie freigeräumt, haben sie sauber gemacht. Und das hat sich dann fortentwickelt. Die Ausstellungen wurden immer etwas größer und Ende letzten Jahres hat man dann halt eine Ausstellung mit dem Künstler-Ehepaar Anna und Roman Küffner in den vorderen Räumen. Und die haben dann die restlichen Räumlichkeiten gesehen und waren so begeistert davon und haben gesagt, da müssen wir was draus machen. Und ehe wir uns versahen, hatten sie ein Konzept, eine Idee, ein Logo, eine Website. Der Plan ist natürlich auch, diese Veranstaltung weiter fortzusetzen, auf eine jährliche wiederkehrende Veranstaltung auszuweiten. Insgesamt kommt die erste Art A doch recht brav und bieder daher. Kunst passend für über die Couch oder für die Chefetage, bitteschön, alles da. Wer Provokationen im Stile eines Jonathan Mese, eines Jeff Koons, eines Klaus Steg oder gar eines Hermann Nitsch sucht, ist hier fehl am Platze. Aber Provokation ist auch gar nicht die Intention der ersten Art A. Hier geht es darum, Künstler aus dem Ahrtal eine Plattform zu schaffen, auf der sie sich präsentieren können. Innerhalb weniger Wochen haben die Ausstellungsmacher aus einem seit mehreren Jahrzehnten leerstehenden Industriegebäude, was sogar schon zum Politikum wurde, diese Plattform hervorragend umgesetzt. Ja,
glaube ich, für die Veranstalter und für den Kooperationspartner Bürgerforum besonders sagen, ich glaube, wir sind am Ende dieses Abends über alle Maßen glücklich. Weil hier ist was passiert, wo, glaube ich, sich noch lange darüber sprechen wird. Wir haben eine wunderbare Location zum Leben erweckt. Wir haben Kunst hier, die jede Großstadt zieren würde. Okay. Ich kann nur sagen, was Spaß gemacht hat, war, wie es entstanden ist. Ja. Das hat für die Veranstalter, wahrscheinlich für uns, für meinen Bruder Thomas, mich, für die Anna, für den Roman, war das eine Art Grenzerfahrung irgendwo. Hatte irgendwo was von völligem Abenteuer, von Naivität, von einfach mal machen. Das war's. Wir haben es einfach gemacht und jetzt ist es da, das Kind. Genau. Super. Und jetzt machen wir das Licht für heute aus. Darf ich Ihnen gratulieren? Herzlichen Glückwunsch. Genau. Jetzt machen wir das Licht aus. Du schneidest aber ein bisschen scheiße raus. Das war's. Klappe. Klappe.